Dann haben wir den Ledeus Albion aus der Rhone. Die Rhone-Weisswein, die sind ja ein bisschen abgerundeter, ein bisschen voller. Und gerade der Ledeus Albion, der lebt davon, dass man ihn zum Essen nimmt. Also das ist jetzt kein Aperitif-Wein, sondern wirklich etwas, wenn Sie ein schönes Poulet haben oder einen Meerfisch oder so, müssen Sie das mit dem zusammen probieren und dann staunen Sie, wie plötzlich beide viel besser werden. Das ist ein absoluter Essenswein. Und das Lustige ist, der 21er haben Sie 80% Frosch gehabt. Wir haben zum Glück doch noch eine gewisse Menge bekommen. Also hat uns nicht 80% reduziert, weil er ist sehr beliebt mittlerweile, der Wein. Und hat kein Viognier drin. Aber ich habe einen der schönsten Ledeus Albion gefunden, überhaupt, der bis jetzt gemacht worden ist. Ein neues Weingut auch von dem Louis Barriol, der ja bei uns bekannt ist durch seine Gigondas und Chateauneuf-du-Pape, ist Château de Rouen. Im Prinzip ist das in der Nähe von Gigondas und von Chateauneuf-du-Pape. Es ist ein bisschen eine kühlere Gegend, was jetzt in den Zeiten der Klimaerwärmung eigentlich sogar ein Vorteil ist. Und es sind 60 Hektar allerbeste Lagen an einem Stück. Und ich bin sehr überrascht, was er da schon im zweiten Jahr zustande bringt. 2020 war wie 2019 ein sehr gutes Jahr gewesen, der Rhone. Und den 20er hat er noch etwas weicher, noch etwas zugänglicher angekriegt. Ich finde es wirklich ein fantastischer Wein, sehr hochstehender Rhone-Wein. Also wirklich für jedermann empfehlenswert, der einen gehobenen Rhone-Wein sucht, aber jetzt nicht gerade in einer verrückten Preiskategorie.